Wir spielen weiter mit Humankind, mit unserem Let's Play. Mit der Sonderregel, dass wir versuchen, auf einer echt kniffligen Pangea-Karte eine Möglichkeit, alle DLC-Kulturen vom neuen Lateinamerika-Pack aufzudecken. Eine Aufgabe, der ich mich auf Reich stelle, auf der dritten Schwierigkeitsstufe und natürlich mit sehr kompetenter Unterstützung. Ohne Steffi wäre ich verloren. Danke an Stefanie. Hallo, Baby. Ganz ehrlich, ich fühle mich im Moment auch ein bisschen verloren. Ich habe am Anfang so lässig gesagt, ein bisschen Spannung muss ja sein, lass es ruhig auf zufällig hin. Mit dieser Karte habe ich nicht gerechnet. Das ist 100% Landmasse, keinerlei See mehr irgendwo, überall die Klippen. Schrecklich, auf der einen Seite eine schreckliche Karte, aber auf der anderen Seite denke ich, wird die schroffe Landschaft vielleicht später für interessante Schlachten sorgen, wenn es wirklich an die Kriege geht. Das stimmt. Wir können auch eine Neuerung zeigen. Hier werden einem, glaube ich, die Tooltips, steht hier im Tooltip, wie viel wir bekommen? Ja, 6 Industrie. Das ist eine Folge vom Bolivar-Update, das es heute gegeben hat, am 10. Juni. Das ist einmal diesem Stadtgebäude jetzt ganz unten im Tooltip angezeigt und wie viel Industrie durch ein solches Gebäude entsteht oder wie viel an Erträgen. 10 Runden lang ein Holzlager bauen und am jetzigen Bestand bekämen wir 6 Industrie dazu. Lohnt sich noch nicht wirklich. Ein Schmiedeviertel zu bauen, da würden wir hier nur 4 und 4 bekommen. Dann hätten wir noch die Möglichkeit, ein Kanalnetz zu errichten. Das würde uns etwas mehr Nahrung bringen. Wir brauchen auch dringend mehr Nahrung, mehr Bürger. Einen Bürger können wir noch in Industrie reinpacken. Einheiten würde ich im Augenblick gar nicht bauen. Bauernviertel bricht, ja. Also Kanalnetz, 2 Nahrung für angrenzende Bauernviertel. Das ist alles Industrie im Augenblick nur. Kanalnetz müssen wir in dieser Epoche bauen. Ja, der bessere Platz für das Kanalnetz wäre natürlich eigentlich weiter südöstlich in diesem Territorium, aber da sind wir natürlich ein ganzes Stück weit von entfernt. Auf der anderen Seite, wir haben aber auch erst einen Stern. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, um das Kanalnetzwerk zu bauen. Also ich glaube, hier bei den Gebieten mit so viel Bergen und mit Wald würde ich sogar eher noch auf mehr Produktion gehen, weil wir sind unfassbar begrenzt und würde erstmal die weiteren Bürger auch in noch mehr Industrie reinstecken. Und ein weiteres Schmiedeviertel bringt ja auch mehr, nicht nur mehr Industrie, sondern auch einen weiteren Arbeitsplatz dafür, ne? Ja, und natürlich auch, je mehr von den Schmiedevierteln wir haben, desto wertvoller werden natürlich auch viele von den Infrastrukturen später werden. Denn ja, jetzt gibt uns der Holzfäller 6 Industrie, aber zum Beispiel sowas wie die Schmiede, die ja +1 pro Viertel ist, die wird natürlich viel wertvoller, wenn wir schon vorbereitet haben mit vielen Schmiedevierteln. Ich könnte mir vorstellen, wir wollen ja erstmal hier unten die Stadt gründen, Altstadt, die zweite, und wollen dann dieses Territorium an Harappa anschließen. Und dass hier vielleicht sogar coolere Gebiete sind für Bauernviertel, um die hier nachher zu platzieren als oben. Ne? Hier ist viel Nahrung drumherum, hier kann man schön expandieren. Das Ganze ist ja ziemlich zugebaut, die strategische Ressource kann man im Augenblick noch nicht nutzen. Da können wir auch keinen Bezirk draufsetzen, das geht nicht. Das heißt, wenn wir hier in den Rest des Territoriums uns reinbauen wollen mit Bezirken, haben wir nur dieses schmale Feld, durch das wir hindurchkommen. Das ist echt ungünstig, ne? Was wir machen können, ist die Nahrung hier anschließen. 4. Hier sind es auch nur 4. Oder halt hier runter und Produktion und nach unten hin freischalten. Ob wir hier 4 Produktionen haben oder hier 2, ist eigentlich egal. Also ich würde sogar tendieren, wir nehmen nur 2 Produktionen, arbeiten uns aber hier rechts vor. Oder wir sagen, ich denke, die Langzeitplanung ist hier tatsächlich wichtiger, denn die strategische Ressource, die wir da noch nicht kennen, wenn wir Glück hätten, wäre das Eisen und wir könnten im nächsten Zeitalter in die Richtung bauen. Wenn wir Pech haben, ist das Uran und wir können erst sechsten Zeitalter in die Richtung waren. Also das sollten wir nicht drauf anlegen, denke ich. Was wir auch machen können, wir können ja nächste Runde die Stadt hier unten gründen und dann 2 Runden später den Außenposten ansetzen, dass wir hier dieses Wallholzlager, das uns nachher hier unten ja nutzt, dass wir das anbauen,
dann in 3 Runden mutmaßlich diesen Bezirk oben anschließen und dann hier mit Schmiedeviertel und mit Bauernviertel erstmal weiterarbeiten. Ja, ich denke schon, also wirklich dieses das Gebiet, das wir da anschließen, das sind viel bessere Plätze für Bauernviertel und für Holzfällerviertel, sage ich jetzt mal, statt für Schmiedeviertel. So machen wir das. So gehen wir hin. Dann gehen wir hier unten weiter runter. Und hier wollte ich die Zuflucht plündern. Bringt uns 22 Gold nachher ein. Nächste Einheit ist hier vorne. Und hier ist ja mittlerweile auch was entstanden. Und das ist ebenfalls ein Außenposten. Der ist schon entstanden, ne? Der ist schon da. Was würdest du uns empfehlen gegenüber diesem Außenposten, der direkt bei uns in der Nähe steht? Ich stelle vor, wir würden ganz viele Städte erobern mit ganz viel Glück. Da das ein friedlicher Außenposten ist, denke ich, einen von den beiden sollten wir einnehmen, nachdem wir die zweite Stadt gekonnt haben. Welchen? Ja gut, da kann man sich dann drüber streiten. Aber zumindest ist der Außenposten hier an unserer Grenze kein Risiko. Wenn das ein aggressiver Außenposten wäre, dann sind wir in einer Situation, wo es sehr nervig ist, wo wir unsere eigenen Armeen nicht durch unser Gebiet bewegen können, ohne dass die Unabhängigen uns Stress machen. Aber friedliche Außenposten sind eigentlich annehmbare Nachbarn. Und das Schöne ist natürlich, wenn die an unserer Grenze sind, dann sind die wahrscheinlich in unserem Kulturbereich und werden nach und nach sowieso freundlicher und können dann assimiliert werden. 3 bis 4 Runden, denke ich mal, verstreichen schon, bis der Außenposten fertig ist. Wir haben den jetzt erst gesehen. Ich glaube, der ist jetzt auch erst entstanden. Das heißt, wir können, glaube ich, noch ein bisschen erkunden und sagen, wenn wir frühestens in 3 Runden hier sind, dann reicht das aus. Vorher ist keine Stadt da, oder? Oder ist das ein Zufallsgenerator, der da läuft? Der Außenposten, der hier gebaut wird, das funktioniert genauso, wie wenn du einen Außenposten gründest. Also der guckt nach der Industrie im Gebiet, soweit ich weiß. Danach, wenn es eine Stadt ist, dann funktioniert es ein bisschen anders, weil die unabhängigen Völker kriegen keine vollwertige KI, sonst wäre einfach zu viele vollwertige KI im Spiel und deswegen benutzen die ein anderes Wirtschaftssystem. Die beuten nicht die Felder genauso aus wie die normalen Spieler. Würde es denn ausreichen, 3 Runden abzuwarten? Also der Außenposten vorausgesetzt ist gerade entstanden, dass man sagt, in 3 Runden sind wir da, das reicht, vorher ist keine Stadt da. 3 Runden könnte hinkommen. Vielleicht dauert es sogar ein bisschen länger. Wir laufen hier oben noch ein bisschen lang. Vielleicht decken wir noch irgendwas auf. Ach komm, wir gehen mal kein Risiko ein. Wir laufen hier mal runter, wir laufen hier mal rüber. Und wir müssen noch abwarten, bis sich die hier erstmal gleich wegbewegt haben. Eine Runde weiter. So, und wir gucken mal, wir haben ja länger schon jetzt Kontakt mit verschiedenen Reichen. Von Erobern sind wir ja weit weg. Dass wir hier nochmal versuchen, erstmal friedlich mit allen umzugehen, weil wir auch nicht kein Interesse in Krieg zu führen. Im Gegenteil, falls wir die Stadt hier unten kriegen, wären das die direkten Nachbarn, dann wollten wir mit denen friedlichste Beziehungen hier haben. Und sie ist ja auch vertrauensvoll und offen. Ich würde mich bei der ihr jetzt mal gnadenlos einschleimen. Wir schlagen ihr mal vor einen Nicht-Angriffspakt oder den umfassenden Handel. Damit fängt es an, ne? Der ist wahrscheinlicher, als dass das hier unten klappt, ne? Zwischen dem umfassenden Handel und dem Nicht-Angriffspakt bin ich mir jetzt nicht sicher. Das hängt, glaube ich, sehr stark von den KI-Persönlichkeiten ab. Sie ist offen und vertrauensvoll. Ich denke, da sollten eigentlich beide recht gute Chancen haben. Die Schwierigkeit ist halt eben, dass sie noch zögerlich gegenüber uns sind. Die werden da also wahrscheinlich... den umfassenden Handel haben wir vielleicht bessere Chancen, wenn sie keine strategischen Ressourcen selbst hat. Dann sieht die KI das eher als Bonus für sich an, weil sie strategische Ressourcen von jemand anderem kaufen können. Also sie haben einmal Pferde anscheinend. Dann erwarte ich nicht, dass die das annehmen, während sie zögerlich sind. Weil wir ja im Moment keine strategische Ressource zu bieten haben. Das wäre also strikt zu unserem Wohl, wenn wir das anbieten. Was würdest du vorschlagen? Ja, ich würde vorschlagen, entweder den Nicht-Angriffspakt oder die offenen Grenzen vielleicht. Wie stark sind sie denn im Vergleich zu uns? Wenn es heißt, dass sie schwächer sind als wir, dann würden sie wahrscheinlich den Nicht-Angriffspakt gleich stark. Gleich stark. Dann können wir es versuchen. Ich meine, versuchen kostet nichts.
36 Gold wollen sie dafür haben. Das ist relativ wenig Geld. Und damit hätten, ne, ich würde es eigentlich machen. 36 Gold geht eigentlich. Dafür, dass wir dann eine Stadt, weil wenn wir es jetzt ablehnen, dann können wir es in 5 Runden wieder fragen. Das wäre ein bisschen doof von unserer Seite. Ich würde es annehmen. So bilden. Ja, also ich würde auch sagen, wir nehmen das an, damit die uns gut gesonnen sind. Und dann können wir uns unseren anderen friedlichen Nachbarn widmen. Ja. Du weißt schon, die Nachbarn, bei denen wir ganz friedlich im Vorgarten stehen und den Rasen niederbrennen. Ja. Eine Runde weiter. So. Hier vorne immer noch Außenposten. Wir stellen es mal in der Nähe hin. Was passiert eigentlich, wenn man auf einem Außenposten steht und dann wird er in eine Stadt umgewandelt? Wird man dann ein Feld weggeschubst? Ich habe es ehrlich gesagt nie ausprobiert. Sollen wir das mal testen? Ich wäre vorsichtig. Ich meine, ich erinnere mich, was gelesen zu haben, wo einige Spieler feststellen, dass zumindest bei vollwertiger KI sie die Armee dann verloren hatten. Ich bleib mal daneben stehen. Dann machen wir hier eine Erkundung. Bekommen 10 Einfluss. Ziehen wir wieder zurück. Immer noch Außenposten hier vorne. Hier ein Feld wieder hoch. Jetzt haben wir 176. Wir können die zweite Stadt gründen, Stefanie. Die entscheidende Runde, jetzt geht's endlich aufwärts. Ja, ab jetzt. Echt, das ist so peinlich. Runde 24 und jetzt erst die... ist echt so krass, komm. Zweite Stadt ist da. Wir hätten uns auch mit Einflusspunkten noch irgendwelche anderen Sachen kaufen können, aber die brauchen wir jetzt echt für was anderes. Haben einen Stern dazu bekommen. Sollen wir mal gucken, wo wir ruhmmäßig stehen? Platz 2 der Tabelle. Sag mal, könnte das sein, dass nicht nur wir, sondern alle auf der Karte Probleme haben? Es kann schon sein, diese Karte ist, weil das so eine riesige Pangea-Karte ist, die Fruchtbarkeit der Gebiete hängt von der Feuchtigkeit ab. Also nachdem die Karte generiert wurde, werden den verschiedenen Gebieten Temperatur und Feuchtigkeit zugeteilt. Aber ohne Ozean sind die Gebiete alle sehr trocken, was dann dazu führt, dass halt eben sehr wenig Nahrung zu finden ist. Und wie cool, dass wir die Harapana gewählt haben, ne? Das zeigt wir sehen es ja zum Beispiel hier in dem Gebiet, das wir hier sehen, sehen wir es ja schon. Das Gebiet, in dem unsere neue Stadt ist, ja, da gibt es einige schöne Grünflächen. Hier im Osten davon ist alles verschneit, weil es zu hoch ist. Und im Westen davon, das sind alles eher so trockene Grasländer. Ja, ne? Also, hier vorne, hier kriegen wir gleich viel Nahrung. Die schließen wir gleich oben an. In der nächsten Runde haben wir genug 31 Einfluss. Warum ist das denn das so viel? Weil die Leute so glücklich sind, ne? Wir haben 3 neue Bürger jetzt dazu bekommen. Weil ich glaub, ja, natürlich. Wir haben zwar ewig gebraucht, um das zu einer Stadt zu machen, aber die haben natürlich, die Bevölkerung dort ist weitergewachsen und die geben uns jetzt natürlich den Einfluss. Und wenn wir... allerdings 79, ja. Können wir irgendwoher 11 Punkte... Stabilität kriegen, relativ schnell. Wir könnten ein Kunsthandwerksviertel vielleicht sogar kaufen. Wir setzen mal eins. Hier können wir eins hinsetzen unter eins. Das ist Farbstoff. 5 Industrie in jeder Stadt. Das wäre super cool. Dafür haben wir 2 nebeneinander. Das ist ja wie gemalt. Alternative nochmal 4 Einfluss mehr durch die Töpferei. Wir setzen das Teil mal hier hin. Wir könnten es kaufen für 237. Das geht natürlich gar nicht. Ich würde tatsächlich ausnahmsweise nicht auf die Töpferei gehen als erstes Bauprojekt, sondern erst darauf, den super coolen Farbstoff zu holen. Weil 5 Industrie in jeder Stadt, 2 hintereinander, 10 mehr, das ist in dieser Phase Spielzucker. Ja, die Industrie ist auf jeden Fall sehr viel wert. Wenn wir irgendwoher noch einen drittes Luxusgut kriegen, dann dürfen wir sogar auf 90% kommen in dieser Stadt, um den Einfluss noch weiter zu steigern. Mhm. Dann hätten wir nicht nur einen Einflusspunkt pro Bürger, der hier generiert wird, sondern deren 2. Wo kann man sich genau anzeigen lassen, wie viel hier entsteht?
Hier sind es 14. Gibt es da einen Tooltip irgendwo? Die Bürger werden auf dem Tooltip des Stadtzentrums angezeigt, weil die Einflussproduktion muss immer an ein Territorium gekoppelt sein, weil sie sich ja auch auf der Karte verteilen. Deswegen wird es auf dem Hauptgebäude angezeigt. Der Hauptplatz gibt 6, da hat man ein entsprechendes Civic, eine entsprechende Verordnung, die uns hilft. Ach, das kommt dann runter, Naturrecht. Das gibt uns die plus 5 und die 6 sind anscheinend immer. Und plus 3 durch die drei Bürger, die bei mittlerer Stabilität sind. Der große Zugewinn hier ist natürlich, das ist ein weiterer Hauptplatz, sind 6 Punkte und dann unser Naturrecht, also es sind dann locker mal 11 Punkte mehr. Und das wird dann jetzt so unsere Expansion beschleunigen, dass wir mehr Einfluss erhalten und auch noch einen zweiten Punkt haben, von dem aus wir Ja. uns expandieren können. Und falls wir eine der beiden Städte bekommen, die oder die da oben, dann bekämen wir sogar nochmal 11 dazu. 11 Einflusspunkte für jede dieser Städte. Hatten wir ja eben Ja und gesehen. nein. Es Wir würde wieder bekommen weg. 11, aber wir verlieren wieder 10, Ja. weil wir ja dann eins drüber sind. Genau Ist da immer wollte noch ich. eins mehr als Ja. vorher. Aber genau da wollte ich drauf hinaus, weil dann meine Sorge, die ich eben geäußert hatte, dass wir über die Stadtbegrenzung kommen, das wäre dann egal, weil wir wären dann bei etwa plus minus null, also bei plus eins halt. Und das ist dann sehr cool, weil dann können wir sogar, wenn wir gleich die Civic freischalten, mal gucken, ob uns angezeigt wird, ob wir sehen, weißt du auswendig, welche das ist hier? Ja, das ist in dem mittleren Bereich des Fächers die unterste von der Zweiggabel. Also Also die, direkt überhalb des Naturrechts. ja, der steht, erreicht mindestens 10 Bevölkerung und 2 Städte. Also jetzt müsste nach dem Rundenwechsel sein. Ja, müsste nächste Runde dann passieren, ja. Und dann sind wir schon bei 3 und wenn wir ganz viel Glück haben, wenn wir ganz viel Glück haben, bekommen wir sogar beide Städte dann. Und das wäre natürlich super cool hier. So, mit den Kollegen hier vorne wollten wir. Ach so, wir waren auf Mammutsuche. Irgendwo ist ja noch ein Mammut. Und wir finden das leider nicht. Da ist es. So. Das können wir doch machen. Das sollte man doch eigentlich überleben, ne? Eine der Einheiten geht es nicht so gut. Aber mit ein bisschen Glück kriegen wir das doch gebacken. Ich glaube, das kriegen wir gebacken. Mann einer Schlacht und den Angeschlageneren ziehe ich hier oben hin und den Stärkeren hier vorne. Beides keine Flussfelder. Mammut kann nur über ein Flussfeld hinweg das hier angreifen. Falls er hier runterzieht, müsste er den Hang raufziehen. Das Mammut. Könnte, ne? Runde beenden, wir bleiben stehen. Ne, wir können einmal angreifen, falls er den Schwächeren angreift. 16 auf 11. Sehr cool. Befreundete Einheiten und ein Erfahrung, das ist ein Veteraneneinheit sogar. Der Kollege hier bleibt hier stehen. Runde beenden. Ja, sehr schön. Zauberhaft. Genialst. Ich überlege mir sogar, ob wir den durch Flankieren nächste Runde sogar mehr bekommen. Nee, einmal, wenn man. Wir gehen auf Nummer sicher. Einmal so. Oder meinst du, wir sollten das über Flankieren machen und von dem Fluss aus angreifen? Wie viel bringt Flankieren? Also umzingeln. Flankieren gibt 4 Punkte. Es macht also nur einen Naja, Punkt Unterschied. dann bleiben wir hier stehen. Der bleibt auch hier stehen. Auch wir können auch jetzt, aber wir bleiben hier mal stehen. Ja, 20 Geld. Erfahrungspunkte für unsere Leute auch. Und hier oben war eine Zuflucht. Da ziehen wir gleich noch auf. Ein Mammut weniger. Ein Pflanzenfresser weniger in dieser Welt. Dann hatten wir hier geplündert, haben nochmal Geld bekommen. Der könnte den. Wir plündern hier oben die Zuflucht. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Ja, der würde. Müsste irgendwann zum Heilen zurück. Ich grase erstmal die Zufluchten ab hier. Mammut kann uns nicht angreifen, hat ein Peace-Zeichen, also Wappen. Und einmal plündern, bitte. Und wieder eine Runde weiter. Jemand will was von uns, die Assyrer.
promise to pretend to listen. Sind jetzt misstrauisch uns gegenüber. Wir würden angeblich ihr Gebiet plündern, aber wir sind mächtiger als sie. Das wiederum beeindruckt die. Was bedeutet denn das rote Symbol hier? Das war doch schon die ganze Zeit hier. Dass sich diese Runde die Meinung geändert hat. Ach nein, du meinst hier auf dem... Ja. Auf den Treaties, ja, weil einige der Affinitäten haben besondere Fähigkeiten, die mit der Diplomatie zusammenhängen. In diesem Fall, diesen Expansionisten, die dürfen also geschlossene Grenzen einfach ignorieren. Also ganz egal, was wir für einen Status haben, die können in unser Territorium reinmarschieren. Ähnlich haben die Militaristen, haben dann das entsprechende Zeichen oben an der Kriegsunterstützung, denn die kriegen ja plus 30 Grundkriegsunterstützung und es tickt dann langsam auf 80 rauf, sodass man einen normalen statt einen Überraschungskrieg erklären kann. Okay, alles klar. Und wieder raus und eine Runde weiter. Und nächste Runde schließen wir den Außenposten hier an. So langsam wird's hier was. Wir können uns schon überlegen, wo wir hier gleich den nächsten Außenposten gründen werden. Hier vorne müsste die Plünderei erfolgreich durchgelaufen sein. Hier, der Außenposten ist weg. Hat geklappt. Also okay, es ist ein bisschen so ein cooles Gefühl. Aber, also ein Triumph ist es nicht, aber es tut verdammt gut, wenn es einem selber schlecht geht, dafür zu sorgen, dass es anderen Menschen noch mieser geht. Und die KI wird unter Umständen wieder Einfluss ausgeben, um es neu zu besiedeln. Also ja. Setzt es noch ein bisschen zurück. Ja. Falls ihr euch fragt, warum sind die in aller Bescheidenheit, warum sind die WB-Streams so lehrreich? Vordergründig geht es darum, Computerspiele besser kennenzulernen und Regeln zu checken und Abenteuer zu erleben und ein bisschen Unterhaltung. Aber in Wahrheit ist es ganz einfach. Willkommen in der Psychopraxis Doc Bull. Willkommen bei Doc Bull. Immer wieder Lebensweisheiten, die ich gerne absondere. Wie diese zum Beispiel, falls ihr zu mir kommt und der Meinung seid, hey, mir geht's nicht gut, heitere mich auf, führe mir, zeige mir den Weg zum Glück, gebe ich gerne diesen Hinweis. Falls ihr euch schlecht fühlt, falls ihr möchtet, dass es euch besser geht, sucht euch jemanden, bei dem ihr dafür sorgen könnt in eurer Nähe, dass es ihm noch schlechter geht als euch. Ja? Dann fühlt ihr euch wiederum besser. Auf dem Prinzip basieren ein Großteil der Kriege der Menschheitsgeschichte. Es geht nicht darum, dass es einem selber besser geht, sondern dafür zu sorgen, dass man sich ein Gefühl von Überlegenheit bekommt, dass man anderen etwas wegnimmt, die Puppe wegnimmt oder den Goldschatz oder das Leben raubt, dann geht es einem selber besser. Ja? Gerne geschehen, Lebensweisheiten von WB, habe ich gerne gemacht, sehr, sehr gerne. Gerne geschehen, gerne. Ich sage es mindestens einmal pro Stream und immer aus vollster Inbrunst. Ich bin so froh, ich bin so verdammt froh, dass meine Mama meine Streams nicht guckt. Die würde nämlich sagen, Bürschlein, kleiner Daniel, so haben wir dich aber damals nicht erzogen. Nächstes Event hier vorne. Ein Angebot kommt rein. Ja, cool. In dem Augenblick, wo wir sie fertig gemacht haben, liegen sie winselnd vor uns auf dem Boden, Stefanie, und betteln um einen Nicht-Angriffspakt. Die Welt ist so schön, wenn es einem, wenn es den anderen schlecht geht, es ist ein Zauber. Es ist ein rosafarbener Zauber mit kleinen goldenen Glitzersteinchen, der gerade über mein Bewusstsein klebt. Habe ich einen schlechten Charakter, oder... Stefan, die offene ist auch später Stunde. Das liegt alles nur am Spiel. Wir merken es immer wieder. Wir merken es am Feedback der Spieler. Wir merken es selbst, wenn wir streamen. 4X-Spiele bringen die schlimmste Seite bei den Spielern zum Vorschein. In der Tat. Ganz, ganz furchtbar. Ich meine, bei uns und bei Civ ist es schon schlimm genug. Ganz besonders auffällig ist es dann bei so Spielen wie Stellaris, wo man dann die drastischen Optionen einstellen kann. Ich gehe jetzt mal lieber nicht weiter ins Detail. Aber hier würde ich jetzt sagen, ja, ich weiß nicht. Auf der einen Seite könnten wir es annehmen, um Ruhe vor ihnen zu haben, während wir den Verrat vorbereiten. Wir könnten es ablehnen, um sie gegen uns aufzubringen. Oder wir könnten versuchen, ihnen Geld aus den Rippen zu leiern. Wir könnten sagen, ihr fühlt euch uns unterlegen, weil wir mächtiger sind. Ja, nicht angespackt, ja, aber... 80 Ocken. 80 Goldtaler dafür. Spricht irgendwas dagegen? Eigentlich nicht. Die Frage ist, wie realistisch ist das?
WB holt den Ochsenziemer raus, brüllt Hans Huckebein. Bello Bismarck stellt fest, WB, der Arzt, dem die Streamer vertrauen. Was meinst du, Steffi? Wie wahrscheinlich ist das? Ich denke, das ist schon realistisch, dass der die 80 Gold haben könnte. Denn wenn wir unser eigenes Einkommen betrachten, ja, wir haben 180. Gut, 50 davon, grob über den Daumen gepeilt, haben wir gerade von ihm geraubt. Aber wir haben vorher ja auch 30 oder 40 für den anderen Pakt ausgegeben. Also ja. 80 ist in einem realistischen Bereich. Das ist alles okay. Und? Oh, sie zieren ihr Angebot zurück. Ah, das mögen sie nicht. Zwischendurch ein Danke an den Exorzisten fürs zweite Abo hier. Danke. Genau. Also das machen die leider nicht. Wir haben erfolgreich geplündert. Und zwar hier vorne. Und jetzt würde ich mit unseren Truppen... Was blinkt denn hier auf? Was ist denn das hier, Stefanie? Ah, der kleine Grafikfehler von den Schlachten hält leider immer noch an, dass der Ping von der Flagge während der Schlacht sich nicht auflöst. Ah, okay. Jetzt lassen wir den Speer unten. Mit dem Krieger geht's zurück. Ausheilen. Das hier ist immer noch ein Außenposten, ne? Ja. Das hier unten ist auch immer noch ein Außenposten. Die bleiben erstmal hier stehen. Einmal überspringen. Mit denen hier vorne bleiben wir auch hier neben stehen, um nächste Runde vielleicht anzusagen. Gucken, ob hier eine andere Stadt ist. Dann ziehen wir mit dem Regiment hier. Denen geht es echt ja nicht mehr gut. Ich würde eigentlich gerne zurückziehen, irgendwo um zu heilen. Wenn wir auf eine KI, auf eine aggressive KI stoßen, haben wir echt ein Problem da oben. Oder wir lassen die zusammen und ziehen im Bogen so unten rum hier wieder hin und dann heilen. Und wir können auch schon mal gucken, wo wir nachher hier unten Außenposten setzen. Wahrscheinlich aber hier unten so, in der Ecke hier. Wir ziehen mit denen mal runter. Mhm. Nächste Armee hier vorne. Da würde ich sagen, wir nehmen den Läufer raus. Der kann weiter scouten. Und hier kommt man durch? Nein, doch nicht. Wir ziehen hier wieder zurück. Mit der Einheit hier ziehen wir dann rauf zum Heilen mit dem Krieger. Zu unserem Außenposten hier oben. Das ist der schnellste Weg. Eine Armee, die nichts zu tun hat. Hier vorne wurde auch geplündert. Und mit ihr geht's Richtung... Der deckt das hier auf. Weiter Richtung Norden, Westen, wo auch immer. Ziehen hier oben einmal lang. Immer nach oben ziehen, hat man eine bessere Aussicht. Jetzt stranden wir leider in Wald. Wir haben den Baikalsee entdeckt. Cool. Super. Ein Naturwunder. Waren wir die Ersten? Anscheinend ja, ne? Haben dafür fette Beute bekommen, Stefanie. Wow. Sag mal, haben wir den komplett? Like allerdings, was ist denn der Bonus des Baikalsees? Den weiß ich nämlich noch nicht, weil die Boni ja alle neu sind. Ist das noch nicht bei mir im Kopf so drin. Effekte durch Naturwunderkontrolle, 10 Stabilität, 10 Glaube auf dem Hauptplatz in der Stadt, die den kontrolliert. 2 Nahrung pro Staatsreligion-Anhänger auf alle Gebiete, die der Staatsreligion folgen, in der Stadt vor Ort. Also eine Nahrungsbombe wird die Stadt sein, die den Baikalsee kontrolliert. Und sogar Nahrung für Leute, die in Fremden... Eine Nahrung pro Staatsreligion Anhänger auf Gebiete einer fremden Religion folgen? Das heißt, meine ich, dass wir auf den Gebieten, die anderen Religionen folgen, den Bonus kriegen, auch wenn wir ja unsere eigene Staatsreligion noch haben. Das Problem ist natürlich, wenn ich mich recht an die Karte erinnere, ist der Baikalsee ziemlich weit von unseren Städten weg und wir sind nicht in einer Position, sich den für uns zu beanschlagen. Das dauert sehr lange, bis wir da oben sind.
Ich habe den Tooltip, die untere Zeile nicht verstanden. Also diese erste Nahrungssache ist klar. Wenn unsere Leute unserer Staatsreligion folgen, in vielen Gebieten, dann bekommen wir im Gebiet der Staaten satt Nahrung dafür. Den untersten Eintrag habe ich nicht verstanden. Das ist für mich irgendwie Wortsalat. Das liegt daran, weil wenn du eine Stadt hast mit mehreren Territorien, dann können ja einige Territorien der Hauptreligion folgen. Ah, okay. Der anderen Religion. Und dann entsprechend die Gebiete, die einer anderen Religion folgen, die geben dir nur plus eins. Während deine eigenen Anhänger, wenn das Gebiet tatsächlich an deine Religion konvertiert ist, gibt es dann plus zwei. Das heißt, eigentlich sollte es da heißen, man bekommt die Nahrung pro Staatsreligion Anhänger. Aber das ist doch Quatsch, weil die Leute, die der fremden Religion folgen, die Nahrung gibt es doch für Leute, die der eigenen Religion folgen. Das Gebiet kann offiziell der anderen Religion folgen, aber die Staatsreligionsanhänger werden ja in der Stadt auf Stadtebene berechnet. Und die Stadt, wenn die Außengebiete, sag ich mal, der Stadt der Fremdreligion folgen, kriegst du für deine Hauptanhänger in der Stadt auf dem Gebiet, das nicht der Religion folgt, weniger Nahrung, als wenn es deiner Religion folgt. Mehr Nahrung. Aber okay, das ist auch einer der Boni, die werden wir wahrscheinlich dann, wenn wir endlich ans Religionssystem gehen, nochmal überarbeiten werden gut. müssen, weil wir sagen, am Religionssystem wird noch viel, viel gefeilt. Ja. Und die Anhänger sind ja, viele Spieler finden, die Anhängerzahl ist nicht wichtig genug im Moment, weil wir im Gegensatz zu Civ, bei Civ hat man ja viele Boni, bei denen es heißt pro Anhänger in der Stadt. Da haben wir sehr wenig von und deswegen fühlen sich viele, dass Religion ja irgendwann aufhört, wichtig zu sein, weil sobald man die, ja, wie heißen sie auf Deutsch, Glaubenssätze, Doktrinen freigeschaltet hat, ist es ja egal, wie viele Anhänger man danach hat. Wir kürzen einfach ab und sagen, es geht um Religion und deshalb muss das so formuliert sein, denn ein Prediger oder ein Kirchenfürst, der so spricht, dass alle seine Worte verstehen, der ist entzaubert. Religion liebt vom Mythos, davon, dass er irgendwo vorne jemand auf dem Hügel steht oder auf der Kanzel und weihevolle Worte spricht, die einen irgendwie so berühren im Herzen. Man weiß aber nicht genau, was die Weisheit und die Wahrheit ist, weil derjenige, der die Worte spricht, der steht Gott nahe. Und der kann nur, der ist erleuchtet, der kann die Weisheit und Wahrheit verstehen. Wenn der so sprechen würde, dass ich es verstehen würde, zum Beispiel nicht in Latein, das ist keine richtige Religion, das geht nicht. Also jemand, ich der zum Beispiel nebenher mal in der Enzyklopädie, was die englische Formulierung ist, denn es kann natürlich auch sein, dass vielleicht die Übersetzung im Deutschen nicht ganz rein ist. Ja. Wie auch immer, war ein Haken drunter, Baikalsee ist irgendwie cool, wir müssen nur dahin kommen. So, wir waren immer wieder weg hier vorne. Dann schauen wir uns einfach an, worum es geht. Wir müssen hier unten, nächste Schritte, Stadt ist hier vorne, Mohenjo-Daro, wir können uns auch noch coole neue Stadtnamen ausdenken. Nächster Schritt, nächste Runde mit den, nee, jetzt schon, hier Merzuta anschließend diesen Außenposten. Das heißt, die Stadt hier anklicken, den Außenposten dazu nehmen. Ich habe gerade eine Idee gehabt, was damit vielleicht gemeint ist, mit mehr Staatsangehörigkeitsanhänger. Damit ist die Zahl gemeint, die du siehst, wenn du das Religionsmenü aufmachst. Deine Gesamtzahl an Staatsreligionsanhängern in der Welt. Und die gibt dir dann auf den eigenen einzelnen Territorien Nahrung, je nachdem, ob sie dieser Religion folgen oder nicht. Also im Moment hast du zwei von den 25, die wir für das erste Tenet brauchen. Das wären also vier Nahrung auf Gebieten, die unserer Religion folgen, aber nur zwei auf Gebieten, die der anderen Religion folgen. Ist auch egal. Komm. Also wir haben jetzt nach Mitternacht schon, ich muss sagen, ich bin am Ende meiner Kapazität. Wir spielen weiter am Sonntag. Ich sag noch mal kurz, was wir dann machen werden. Wir schließen dann von Harappa aus den nächsten Außenposten an. Merzuta sofort setzen hier unten dann, pausieren hier den Bau vom Holzfällerlager, setzen wahrscheinlich hier unten erstmal rein.
die Produktion von Bezirken. Gucken mal, wie wir uns hier weiter voranentwickeln können. Nahrung haben wir hier genug, an Produktion mangelt es. Insgesamt mangelt es in der Karte potenziell eher an Nahrung, weil es eine Pangea-Karte ist. Wir haben uns die Harapana geholt, die gleichen das ein bisschen aus. Wir versuchen mittlerweile auf dieser riesenhaften Karte, auf der es kein einziges Feld Wasser gibt, mit den KI-Nachbarn gut auszukommen, weil die Wege zu denen einfach so furchtbar weit weg sind. Die mit Asua, mit den Gelben und irgendwo hier links sind die Pinken, mit denen wollen wir auch noch halbwegs gut auskommen. Und haben hier zwei potenzielle Städte, die wir erobern könnten, wenn die, nachdem die von Außenposten zu Städte gekommen sind, falls wir schnell handeln und falls es darin keine Bürger gibt, das ist auch noch wichtig, falls hier Bürger gibt, dann geht der Trick nicht, dass sie dann hier reinziehen, statt mit null Einwohnern die erobern, hätte eine dritte Stadt und eine vierte, im Idealfall ohne dafür Einflusspunkte ausgeben zu haben. Bis dahin gründen wir noch mehr Außenposte, schließen die vor allem an Mohenjo-Daro an, weniger an Harappa, weil Mohenjo-Daro ein paar coolere Gebiete mit vielen Flüssen und Wäldern drumherum hat. Es geht immer noch viel um das Thema Luxusressourcen, die können wir uns holen, die geben überall Stabilität, ermöglichen damit eher den Bau von weiteren Bezirken, die ja Stabilität kostet, und wir gucken, dass wir bei der Technologie auch langsam in die Pötte und vorankommen, haben eine Religion gegründet, verbreiten die, setzen drauf, dass alle, nicht nur wir, Probleme haben mit den Ruhmpunkten, wir liegen sogar vorne im Augenblick, sensationellerweise. Und schauen einfach mal, wie sich alles weiterentwickelt. Nächster Schritt, nächste Tech und statt hier vorne erweitern.